steigenden Zahl der Spielsüchtigen. Die KPÖ war steiermarkweit unterwegs, um Unterschriften für strengere gesetzliche Auflagen und mehr Kontrollen beim sogenannten kleinen Glücksspiel zu sammeln. Die KPÖ tourt mit einer Kampagne zur Einschränkung des kleinen Glücksspiels durch die Steiermark. Schon zum zweiten Mal machten sie in Mützzuschlag Halt. Der Landtagsabgeordnete und KPÖ-Klubobmann Ernest Kaltenecker hat durch seine Arbeit immer wieder mit Menschen zu tun, die aufgrund ihrer Spielsucht finanziell am Ende sind. Die KPÖ fordert nun mit ihrer Aktion strengere gesetzliche Regelungen, um das Glücksspiel einzuschränken. Das legale Glücksspiel führt derzeit so bei dieser Dichte des Angebotes zu einer Zunahme der Spielsucht bei uns im Land. Und man muss einfach wirklich sagen, dass Spielsucht mittlerweile zu einer Volkskrankheit geworden ist, von der tausende Menschen betroffen sind. Da werden viele Existenzen vernichtet, Familien zerbrechen. Und es ist einfach notwendig, dass etwas einmal unternommen wird, um diesen Überangebot einen Riegel vorzuschieben. Betrifft das vorwiegend Erwachsene? Es betrifft nicht nur Erwachsene. Es gibt eine Äußerung vom Anton Proksch-Institut aus Wien, die beispielsweise festgestellt haben, dass 45% aller Spielsüchtigen bereits vor dem 18. Lebensjahr zu spielen beginnen. Und wir wissen, dass es sehr oft für Jugendliche einfach möglich ist, auch irgendwo in einen Spielsalon zu gehen, um Geld zu spielen, obwohl es eigentlich gar nicht so sein dürfte. Was konkret hat die KPÖ jetzt vor, dem entgegenzuwirken? Es wird auf unsere Initiative hin jetzt am 2. Oktober im Landtag eine Enquete zum Thema Spielsucht geben, wo Fachleute dann auch Auskunft geben über die Problematik. Und diese Enquete soll dazu dienen, dass dann letztendlich Beschlüsse des Landtages folgen. Allein das Angebot von rund 5000 Glücksspielautomaten in der Steiermark macht es dem Süchtigen nicht leicht, dem Angebot zu entkommen. Existenzen werden bedroht und nicht selten führt die Sucht in die Beschaffungskriminalität. Wie leicht man in diese Abhängigkeit gerät und welche Möglichkeiten es gibt, diesem teuflischen Vergnügen wieder zu entkommen, darüber informierte eine Mitarbeiterin des Beratungszentrums Mützzuschlag. Es beginnt wahrscheinlich mit Interesse, mit Neugierde, mit ein bisschen Vergnügen und oft kommt dann ein Gewinn, ein kleiner, und die Leute versuchen einfach weiterzuspielen und langsam rutschen sie hinein in das Suchtverhalten. Betrifft das jetzt nur eine kleine Minderheit oder wie sehen hier die Zahlen aus, vorwiegend im Bezirk Mützzuschlag? Also im Mützzuschlag steigen die Zahlen. Das kann sein dadurch, dass über die Medien mehr aufmerksam gemacht wird, beziehungsweise es steigen ja die Wettcafés rundum und das Angebot. Es sind bei uns in der BAS allgemein die Zahlen von 2002 von 5% auf 16% des Anteils der Glücksspieler in der Beratungsstelle gestiegen. Auch der lokale Vorsitzende Franz Rosenblattl verwies auf die zunehmende Spielsucht und die daraus entstehenden volkswirtschaftlichen Schäden. Das geht einfach wirklich darum, man sieht es auch mit Zuschlag in unserer Stadt, diesen Wildwuchs an Spielautomatenfirmen, beziehungsweise es gibt kaum mehr Lokal, wo nicht so ein Automat drin steht. Und das wäre mir ein Anliegen, dass man das wirklich im Land Steiermark auch so behandelt, wie im Großteil Österreichs. Es gibt ja in Wien sehr viel strengere Auflagen für Wettcafés zum Beispiel. Ist sowas auch in der Steiermark gefordert? Ja, genau um das geht es. Wir werden nicht die Spiellokale verbieten können, das wollen wir auch nicht, um das geht es eigentlich gar nicht. Es geht einfach darum, dass man möglichst viel von dem, was die Leute dort einschmeißen und was dann aber die Öffentlichkeit an Therapiekosten und so weiter zahlt, was die Kosten der Spielsucht sind, dass man das von den Gewinnen abzieht. Und das heißt, du kannst nur stärker besteuern, um dann die Folgekosten aus der Spielsucht, die ja die Öffentlichkeit beraubt, die Krankenkassen und so, um das erträglicher zu machen. Seit Beginn der Aktion konnten bisher 10.000 Unterschriften gesammelt werden. Auch in Mützzuschlag haben sich besorgte Bürgerinnen und Bürger in die Liste eingetragen. Ja, weil eine Freundin von mir ist in den Schlamassel reingekommen, die hat einen hohen Betrag Schulden, über 100.000 Euro, und das liegt mir sehr am Herzen, dass die ganzen Spielautomaten wegkommen. In Umkreis von da, für einen Kilometer, gibt es 10 Lokale, wo man spielen kann.
Und das ist auch so eine schnelle Sucht. Ich bin schnell zur Sucht. Ich weiß das von mir. Ich habe selber mal eine Zeit gespielt. Und es geht so schnell, da kann man in einer 2 Minuten kann man 500 Euro aufspielen. Und die Versuchung ist groß, auf schnelle Geld. Und viele Jugendliche fallen sich darauf ein und gehen ungewollt in Ruin rein. Bleibt abzuwarten, wie diese Initiative im Landtag abgehandelt wird. Die Mitarbeiter der Gärtnerei Blümel beraten sie fachmännisch und gehen gerne auf ihre